Ja, da wollte Felix eine Überleitung in die Folge machen, aber wir waren noch nicht bereit. Aber nicht mit uns! Nicht mit uns! Seid ihr denn bereit? Ja, Little Nein. Justice denkt sich auch langsam Antwort, stellenweise nicht mit alle, euch. Und hat alle drei reden nur... Was? Weiß ich auch nicht, hab die auch gemacht. Intro. Ich dachte, ich mach mit. Boah, wow! Das, also, alter Scheiter. Ich überlege gerade, diese Session für heute zu beenden. Das erscheint mir alles nicht mehr besonders sinnvoll. Bitte. Also, nicht mit euch, denke ich mir manchmal, denkt sich Little Justice auch gerade bei der Gruppe und hat den aufgetragen, ey, wenn wir mit dem Anführer von Afrika reden, dann rede ich, ihr bitte nicht. Und ob das bei dieser Gruppe, die erfahrungsgemäß relativ ungern redet, sich umsetzen lassen wird und auch selten für Chaos sorgt, das werden wir jetzt sehen. Willkommen bei Suas Folge 96. Und ja, wenn euch das Chaos hier gefällt, dann freuen wir uns über Daumen. Und wenn nicht, dann auch. Und, können wir es auch verstehen. Ja, wir können es auch verstehen, genau. Ja, also... Ihr seid beim letzten Mal nach einem sehr, sehr merkwürdigen Frühstück aufgebrochen nach Neo Kinshasa. Seid Rein dort. Hypothetisch. Oh nein! Wir brechen ab. Tschüss! Hey, da ist er wieder. Und er ist Steven. Und Steven ist Max. Hallo. Der reden soll, ist weg. Ja, da ist er. Und ich wollte reden, also. Er ist schon wieder da, er ist schon wieder da. So. Hat er gefettfingert, wa? Ihr seid nach Neo Kinshasa geflogen. Max sagt Alex. Diese Folge hat wirklich alles verändert. Können wir nochmal von vorne anfangen? Ich glaube nicht, dass das was ändert. Ihr steht vor dem ESG-Gebäude. Folge 1. Nein, ihr steht vor der japanischen Botschaft in Berlin. Okay. Ihr seid beim letzten Mal nach einem sehr merkwürdigen Frühstück aufgebrochen nach Neo Kinshasa in einem Privatjet. Seid dort, weil das natürlich geht, auf der Hand der Götterstatue gelandet, vor der Kathedrale. Und wart jetzt gerade auf dem Weg, nach unten gefahren zu werden von diesem sehr extravaganten Fahrstuhl. Und habt unten schon die Masse an Leuten gesehen, die... euch eher mit einem unruhigen Gemurmel entgegengetreten ist oder entgegenschaut und unten am Fuße der Statue, nicht da, wo der Fahrstuhl runterkommt, steht Count Constantine und wartet darauf, dass ihr unten ankommt, was in diesem Moment passiert. Und damit können wir jetzt loslegen mit der Folge. Und ja, ihr merkt, wie diese ja, sehr, sehr schwere Plattform auf dem Boden aufkommt, aber trotzdem, als wäre sie federleicht, einfach unten ankommt und ja, sich eine kleine Treppe ausfährt von dieser gigantischen Hand, mit der ihr nach unten steigen könntet.
Und Count Konstantin sagt noch nichts, sondern steht erstmal nur mit erhobenen, ausgestreckten Armen da. Dann gehen wir runter. Ja, dann gehen wir runter. Ich gehe auf ihn zu. Ja, und in dem Moment, wo ihr den Boden betretet, außer Peppe, sagt er laut hörbar: Ah, die Göttertöter der ESG treten unter die Augen von The Blessing. Doch, und er wendet sich zu Volk, sie kommen in Frieden. Und ihr merkt wirklich förmlich, wie dieses Volk da unten sehr, sehr unruhig ist aufgrund eurer Anwesenheit. Tschüss. Herzlich willkommen in Neo-Kinshasa. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt bisher war angenehm. Count Konstantin, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Unser Aufenthalt war, wie man es sich nur wünschen kann. Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft. Das freut mich zu hören und ich hörte auch von Ihren Erlebnissen beim Göttervulkan. Wahrlich, mit einer solchen Segnung in unserem Reich empfangen zu werden, Sie müssen mir alles erzählen, aber dazu später. Und er dreht sich noch einmal zu seinem Volke um. Anhänger von The Blessing, seid unbesorgt. Die Göttertöter der ESG kommen in Frieden und für Verhandlungen. Wir werden uns nun in die heiligen Hallen der Kathedrale begeben. Vielen Dank für euer Beisein in diesem, bei diesem Empfang. Seid gesegnet. Und er faltet die Hände einmal und verbeugt sich. Und auch die Leute unten verbeugen sich. Und noch einmal nachmachen. Es wird weiter fleißig gemurmelt. Und es löst sich jetzt nicht sofort da unten die Versammlung auf, sondern vielleicht ist es ein bisschen der Eindruck, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet haben. So, und dass ihr nicht gleich in die Kathedrale geführt werdet. Und ja, es wirkt nicht wirklich, als wären die jetzt ruhiger durch diese Worte. Ich würde denen so ein bisschen zuwinken, so. Hallo, peace. Du siehst, dass so zwei, drei Kinder winken zurück, vielleicht. Ja. Und ansonsten siehst du aber auch ein paar Gesichter, die ob dieser Peace-Geste durchaus einen etwas granteligen Blick bekommen. Und das vielleicht ein bisschen als, wenn ihr als Göttertöter angekündigt wurdet, als Verhöhnung sehen könnten, eventuell. Okay. Ja. Und ja, der Count, zeigt mit seiner Hand auf die Statue. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und wenn Sie keine Einwände haben, würde ich Sie jetzt in die heiligen Hallen der Kathedrale bitten. Gehen Sie voraus. Ja. Wir folgen Ihnen. Er steuert direkt auf diese große, also auf die Vorderseite dieser großen Statue zu. Und ihr erkennt, was man so beim Anflug gar nicht gesehen hat, dass so wirklich in diesem komplett weißen Gewand, dass da so eine ebenfalls komplett weiße große Doppeltür eingearbeitet ist, die man halt wirklich nur sieht, wenn man drauf zugeht. Und es von dort offenbar durch die Statue hindurch in dieses Kathedralgebäude reinführt. Und ja, ihr tretet ein und kommt in einen recht hell erleuchteten Gang. In den Wänden hängen auch überall irgendwelche religiösen Symbole, ja. Moment, bevor wir eintreten durch die Doppeltür, sieht man irgendwie davor die irgendwie Schuhe? Weil wir haben ja eigentlich erfahren, wenn wir so barfuß reingehen und so weiter. Nee, da noch nicht. Okay. Ja. Also kommt da rein und ihr seht an den Wänden halt überall religiöse Symbole, also ganz oft dieses Handsymbol, aber auch andere Sachen, die ihr jetzt nicht unbedingt zuordnen könnt. Und ja, kommt dann zu einer weiteren Tür. Und hier bittet Count Konstantin euch, ich würde Sie bitten, Ihre Schuhe auszuziehen, bevor Sie diesen heiligen Ort betreten, denn der Geburtsort von The Blessing sollte nur mit reiner Haut berührt werden. Aber natürlich, würde ich machen. Ja. So, barfuß. Gut, dass Murphy nicht hier ist. Was soll das heißen? Ja. Die Füße von Murphy würden vermutlich stinken, soll das heißen. Wow. So Abdrücke auf dem weißen Boden hinterlassen. Ich sagte mit reiner Haut. Ein Essen auf dem Boden. Es ist zwar das erste Mal in der Geschichte, aber bitte, Herr Murphy, lassen Sie Ihre Schuhe an. Darf Dudley mit reinkommen? No.
Aber natürlich, er ist doch ein geschätztes Mitglied Ihrer Gruppe, wie ich das wahrnehme. Oh, danke schön. Das ist er, ja. Er putzt sich vorher nochmal die Pfoten ab. Und ja, er öffnet diese Tür und ja, er führt euch eine Weile durch die Gänge der Kathedrale, die ja eine der opulentesten ist, die ihr jemals gesehen habt. So, also größer als alle Dome und Monumente, die wir so haben in unserer heutigen Zeit. Und ja, das wirkt halt wirklich schon arrogant protzig, so von der ganzen Art, wie es aufgebaut ist. Also halt wirklich Edelsteine noch und nöcher überall verbaut, wo man denkt, damit hätten wir auch was anderes machen können. So. Aber man kann es natürlich auch als überlegene Handwerkskunst ansehen. Oder beides. Oder beides. Und ja, er führt euch irgendwann in eine große Halle und erzählt währenddessen natürlich auch so ein bisschen und kommt dann da an und sagt, dies hier ist unsere große Zeremonienhalle. Hier werden Zeremonien abgehalten. Wir gebieten unserem Gott die Ehre und beten jeden Tag für seine Rückkehr. Es ist aber auch der Ort, an dem wir die Messen für besondere Gäste halten und unsere Beratungen ausführen. Es wird auch der Ort sein, an dem Sie die anderen Anführer des Kontinents kennenlernen und wir uns zusammensetzen können, um zu besprechen, wie die Zusammenarbeit der ESG und der AFS in Zukunft aussehen soll. Wenn Sie sehr beeindruckend. Vielen Dank. Wenn Sie sich fragen, warum wir diesen Ort hier ausgewählt haben, generell der Standort der Kathedrale, aber vor allem dieser Raum hier, war der Ort, an dem damals unsere Gottheit The Blessing zum Vorschein getreten ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, genau hier den Ort unserer Ehrerbietung zu errichten und hier alles Wichtige für das Land zu entscheiden. Kurz out. Ja. Als Blessing erschienen ist, sind nicht auch ganz viele Menschen in Afrika gestorben oder gar nicht? Na, ich sag mal so, an dem Ort, wo er plötzlich aufgeploppt ist, sicherlich, weil, wie gesagt, das ist halt hoch aus hoch, dieses Wesen. Aber er hat halt nicht gewütet, sondern er war halt komplett friedlich während der Götterdämmerung. Und ja, hat halt einfach, also er hat ja nicht mal aktiv irgendwie Reichtum verteilt oder so, er hat einfach nur nichts zerstört. So, stand da irgendwie während der Götterdämmerung, hatte seine verkreuzten Arme, so wie es ist, oder seine gefalteten Hände, wie ihr es auch auf der Statue gesehen habt, und ist dann irgendwann wieder verschwunden und so ziemlich der ganze Rest der Welt lag im Chaos und Afrika hat das als Grundlage nehmen können, um sich aufzubauen sozusagen. Sprich, de facto, er ist die Statue gewesen. Er stand einfach nur doof rum und dann ist er weg. Quasi, ja. Ah ja, okay. Weißt du, sie haben es ausgelegt als oh, unsere Heiligkeit und die Gottheit dachte sich, ja, lohnt sich nicht. Was will ich denn hier? Ja, nee, also er hat sicherlich er hat auch ein bisschen sich gedreht und geschaut, aber er hat auch wirklich offenbar darauf geachtet, nicht loszulaufen, um nicht irgendwelche Menschen platt zu walzen dabei. Okay. Ja, genau. Ach so, und ich habe noch vergessen zu sagen, also es ist wirklich so auch bei der Statue seht ihr halt wirklich komplett in Gewänder gehüllt. Also man kann auch gar nicht abseits der Arme groß eine Körperform oder so erkennen. Man sieht halt auch das Gesicht nicht durch die Maske. Also ja, eine sehr ominöse Figur, aber offenbar friedfertig. Okay. Ja. Wie Mechanikus. Mechanikus ist ominös? Stimmt. Klar. Okay. Ja, und ihr seht halt in diesem riesigen Raum am Ende einen großen Altar stehen. Ihr seht sehr, sehr opulente Sitzbänke, auf denen Platz genommen werden kann. Auffällig ist, für die Größe dieses Saals stehen hier sehr, sehr wenig Sitzmöglichkeiten. Also sehr wenig Bänke. Es wirkt also nicht, als würden hier ja, hunderte und tausende Menschen für Messen reinkommen, sondern als wäre es auf ein paar Dutzend ausgelegt, maximal. Und ja, vor dem Altar seht ihr, dass da silberne und goldene Teppiche ausgelegt wurden und auch ja, sehr bequem aussehende Sitzkissen und so weiter. Und seht dort auch schon einige Personen sitzen. Und Count Konstantin führt euch dahin und in deren Richtung. Und da
muss ich, ihr dürft im Gesang immer überbrechen, wenn ihr ihm zwischen, überbrechen, unterbrechen, wenn ihr ihm zwischendurch Fragen stellen wollt oder so. Überbrechen. Überbrechen. Ja. Nö, nö. Über ihn hinüberbrechen. Boah. Ja. Apropos Herr Konstantin. Das käme wahrscheinlich nicht so gut. Rein hypothetisch. Rein hypothetisch käme das nicht so gut. Nee, nee. Justice hat gesagt, wir sollen die Klappe halten, also hält Mechanikus die Klappe. Okay. Der Doktor wäre jetzt halt fasziniert überall rumschauen, so, oh. Ja. Und ihr seht auf diesen Sitzkissen bereits drei Personen sitzen. Und zwar könnt ihr sie auch identifizieren, weil sie wurden euch ja vorher einmal beschrieben. Und zwar seht ihr zum einen Kiano Bota, das ist der Vertreter der traditionell lebenden Stämme in Afrika. Ihr seht einen ca. 1,84 großen Mann. Athletisch, aber jetzt nicht sonderlich breit gebaut oder muskulös, sondern einfach ein athletischer Körper, würdet ihr sagen. Hat grüne Augen und schwarze Haare, die er bis zum Rücken runter in Dreads geflochten hat. Er trägt, das scheint offenbar nicht verkehrt zu sein, tatsächlich eine Flinte, so eine Ranger-Flinte auf dem Rücken und hat auch so eine Ranger-Jacke mit Marke dran an. Und er sitzt da und ist gerade im Gespräch mit einem anderen Mann, den ihr als The Diamond erkennt. Der vermeintlich reichste Mann hier. Ihr seht einen Mann in so einem grell neongrünen Anzug. Also wahrscheinlich nicht besonders ästhetisch, aber hat so einen grünen Anzug an. Und seine Haut besteht halt wirklich komplett aus diamantartigem Material, sage ich mal. Also ist zwar beweglich alles und macht jetzt auch keine roboterhaften Bewegungen, aber es sieht diamantartig aus. Und in seiner Haut sind auch überall irgendwelche Smaragde, Opale, Topasse und so weiter eingesetzt. Seine Haare, stellt euch so Dragon Ball mäßig vor, laufen so spitz zu und sind eben auch aus Diamant. Und seine Augen sind zwei leuchtend blaue Saphire. Und wenn er da gerade so redet und den Mund öffnet, seht ihr, dass auch sein Inneres, dass da nicht irgendwie normal Schleimhaut oder so ist, sondern auch im Mund sieht halt alles aus wie aus irgendwelchem Edelsteinmaterial. Und auch er trägt eine Art Maske, also so ähnlich wie Count Constantine, aber bei ihm mit Gucklöchern drin. So, also auch so eine weiße Maske, die bis zur Nase runterläuft und zwei Gucklöcher, wo eben diese strahlend blauen Saphire durchschimmern. Und etwas abseits von den beiden, gerade eher beobachtend, sitzt zudem noch die sogenannte Countess of Roses. Eine Frau, die jetzt, wo ihr sie in Gestalt seht, halt wirklich schon ein sehr merkwürdiges Bild abgibt, weil ihr wirklich seht, dass auch sie hat keine Maske, sondern so ein grünes Tuch vor den Augen, sodass man aber auch ihre Augen nicht sieht und Nase und Mund sind frei. Und das Gesicht scheint das einzige zu sein, so vom optischen her, was noch menschlich ist an ihr. Und auch wirklich Haut zu sehen ist. Sie hat knallrote Lippen und ansonsten seht ihr einen komplett metallischen Körper letztendlich. Aus goldenem Material und mit ganz vielen Verschnörkelungen drin. Sie trägt ein sehr schönes Kleid, wie von einer Adligen, was grün-violett ist und eben auch lauter Verzierungen, Verschnörkelungen hat. An den Metalllegierungen hat sie überall Stacheln, so wie es für eine Countess of Roses passt, also wie so Rosenstacheln, und trägt in der Hand auch gerade eine schwarze metallische Rose, die sie sich interessiert ans Kinn hält, während sie Keanu und The Diamond bei der Unterhaltung belauscht. Auffällig, was ihr sofort seht, als ihr auf sie zukommt, ist, dass sie keine Füße hat. So, sie hat, also ihre metallischen Beine gehen nach unten und dann kommen keine Füße und ihr seht, dass sie die beiden Füße auf ein Kissen neben sich gestellt hat. So, und einfach ihre Beine im Nichts enden. Also ihre Beine scheinen komplett aus Metall zu sein, da ist keine Haut mehr. Aber, um eben den Bräuchen der Kathedrale zu ehren, hat sie sich von einer Sänfte, die auch in der Nähe steht, die von vier Leuten getragen wird, die barfuß sind, hat sie sich bis dorthin tragen lassen, auf die Kissen setzen, damit sie nicht mit ihren nichtmenschlichen Füßen den Boden berührt. Oh, ja, und dieses Bild bietet sich euch, als ihr da gerade drauf
drauf zukommt. Oh Mann. Ah, einen ehrenvollen Tag. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ach so, ich dachte, Jack macht das schon grundsätzlich. Soweit etwas passiert. Und Karl Konstantin geht hin und zeigt mit der Hand auch auf Sitzkissen, die für euch ausgelegt wurden. Und ein, ja, so ein größeres, längeres für Dudley, wo er also gut drauf passt. Nun, meine Herren, setzen Sie sich doch gerne. Ich nehme an, Sie sind mit der Countess of Roses, The Diamond und Keanu Botha bereits vertraut und von der ESG informiert worden. Wir wurden informiert, ja. Wir haben von Ihnen gehört. Schönen guten Tag, danke für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Und dann würde ich mich setzen. Ja, und er setzt sich auch und ja, wartet, bis ihr euch alle gesetzt habt. Und ihr merkt, dass die Countess die ganze Zeit im Hintergrund sitzt, und also ein bisschen abseits sitzt und ja, das interessiert beobachtet. Und Keanu Botha, wenn ihr darauf achtet, fällt euch auf, dass er besonders zu Dudley immer wieder guckt und zu L'Amour und zwischen den beiden hin und her schaut. ja, und The Diamond, der ja auch dort sitzt und schaut und so. Ja, keine falsche Bescheidenheit, setzen Sie sich. Wir sind ja hier unter Freunden, nicht wahr? Die Göttertöter kommen zum Verhandeln. Ja. Vielen Dank, und dann setze ich mich hin. Ja. Guck noch so nach links und rechts, was der Rest macht. Auch sitzen, ja. Ich setze auch hinsetzen. Ja, bei euch weiß man ja nicht. Könnte ja sein, dass irgendjemand sagt, nur dürfen wir die Kissen behalten und sich das dann direkt nimmt und irgendwie so davon. Ich öffne ein Dimensionstor. Sowas haben wir noch nie gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst. Wer hat nochmal diese Schatulle? Oh Mann. Ja, und der Count ergreift das Wort. Nun noch einmal in aller Höflichkeit heiße ich Sie willkommen in unseren nicht ganz so bescheidenen Hallen. Und bin froh, dass die ISG bereit ist, mit uns zu verhandeln, denn wir müssen zugeben, wir Anführer von Afrika kommen eher selten zusammen, um Dinge gemeinsam zu entscheiden. Aber nach den Ereignissen in Südamerika ist es uns wichtig, dass wir vielleicht eine verlässliche Unterstützung seitens von neuen Vertragspartnern brauchen könnten. Denn The Blessing ist, wie Sie alle natürlich wissen und anerkennen, ein gutartiger Gott. Aber wer sagt denn, dass die anderen Götter, sollten sie irgendwann wieder auftauchen, es nicht auch auf Afrika abgesehen haben könnten? Und dementsprechend haben wir uns an die ESG gewandt, um für die Zukunft verlässliche Verträge abzuschließen. Und ich freue mich sehr, dass Sie dem Aufruf gefolgt sind. Wir sind geehrt, hier sein zu dürfen. Es ist wirklich uns eine große Ehre und wir kommen natürlich in Frieden und dass wir alle zusammenarbeiten können. Das freut uns. Nun, wir haben quasi mehrere Anliegen, aber um die zweitrangigen können wir uns später kümmern. Kommen wir gleich zur Sache. Die oberste Priorität, die wir aktuell haben, ist eigentlich die, dass wir der ESG gerne anbieten würden, dass wir natürlich sie mit Ressourcen unterstützen werden in Zukunft, von denen wir reichlich haben, noch mehr als ihr hochgeschätztes eigenes Reich. Und natürlich auch, dass wir einen Informationsaustausch zwischen den beiden Parteien vorschlagen. Und das Ganze besiegeln mit festen Verträgen, dass wir die Helden der ESG oder zumindest ausgewählte Superhelden buchen könnten, wenn wir sie in einem Notfall brauchen würden. Das heißt, dass wir einen festgelegten Betrag regelmäßig überweisen und wenn es beispielsweise zu einer feindlichen Invasion kommen sollte, wie auch immer diese geartet ist, oder sich wieder Götter auf der Welt blicken lassen, dass wir dann solch zuverlässige Helden wie Sie an die Seite bekommen, um uns zu verteidigen. Das
klingt durchaus nach einem annehmbaren Vorschlag. In die Details müsste man natürlich noch hineingehen. Ich denke, Sie können verstehen, dass wir hier keine Anwälte sind. Dass zum Beispiel keine Schritte gegen andere Nationen, die eventuell andere weitreichende Folgen haben könnten, dass so etwas natürlich nicht, dass wir so etwas nicht durchführen. Ich meine, Sie wissen sicher, dass das keine Unterstellung sein soll, aber Standardsachen, die natürlich in sowas rein müssen. Aber selbstverständlich. Es ginge uns bei der Sache natürlich auch rein um den Erhalt unseres jetzigen Zustands. Denn ich will ganz offen mit Ihnen sein, nachdem in Südamerika die Götterspinne wieder aufgetaucht ist und glücklicherweise, und ihr habt das Gefühl, dass es glücklicherweise vielleicht nicht ganz ehrlich gemeint ist, von Ihnen abgewehrt werden konnte, in weiten Teilen meines geschätzten Volkes ein wenig die Angst herumgeht, dass das ja auch mit anderen Göttern passieren könnten. Und was ist, wenn das nicht als nächstes The Blessing ist, sondern beispielsweise Angel's Tears und sich die Gottheit diesmal nicht mit der Zerstörung nur eines Kontinents zufrieden gibt. Und ich muss ihnen in irgendeiner Form Verteidigungsgewissheiten geben. Und wie Sie vielleicht wissen, machen wir es in Afrika ja so, dass wir eh schon unseren Superhelden die Möglichkeit geben, dass sie sich in den Dienst des Reichs stellen können, dass sie Aufträge für uns erledigen und dafür dann eine Vergütung bekommen und keine festen Aufstiegsstrukturen haben, wie das bei der ESG der Fall ist, und keine festen Arbeitsverträge sozusagen. Und wir dachten, dass man dieses System ja quasi auch ausweiten könnte, sodass wir eben im Fall der Fälle auf Helden der ESG zurückgreifen könnten. Das hört sich gut an, ja. Klingt nach einem annehmbaren Vorschlag, ja. Nun, ich habe, und er wühlt in seinen Gewändern rum, ich habe, und dann blickt es den anderen, wir haben auch einen ersten Entwurf eines möglichen Vertrages aufgesetzt. Und wie gesagt, es geht ja bei diesem Treffen hier erstmal nur um die generelle Bereitschaft und um Absichtserklärungen. Aber Sie können ja, Herr Justice, diesen Vertrag gerne schon einmal Ihrem Bruder zusenden, sodass er drüber schauen kann, ob das in Ordnung wäre und die Regularien prüfen könnte. Und Liam ist nicht. Er ist gerade schon so, wenn jetzt Liam da gewesen wäre. Der hätte sich dieses Ding direkt geschnappt. Oh, okay, Moment. Ja, wirklich. Rotstift. Ja, genau. Rotstift. Das habe ich gesehen. Das muss raus. Ja, das hat da versucht an mir vorbei. Nee, meine Freunde, so einfach ist es aber nicht. Guck dir das mal an, also. Ja. Okay. Sie dürfen sich aber das natürlich trotzdem durchlesen. Ja, also ich nehme den entgegen und so als Zeichen des Respekts gucke ich es mir auch nicht weiter an, so um zu zeigen, ich vertraue, dass da alles in Ordnung ist. Ich gucke es mir natürlich dann später. Aber so jetzt erstmal gucke ich es mir nicht an, sondern was? Du unterschreibst nicht einfach so einen Vertrag zwischen Afrika und Europa? Im Namen meines großen Bruders. Ich finde die Vorstellung auch schön, wie du dich zu uns rüberbeugst. Wir lesen das natürlich später. Okay. Ja, der wird es, wie gesagt, mir erstmal nicht durchlesen, um zu zeigen, ich vertraue, dass da alles gut ist, und wird es sicher verwahren, um es dann später weiterzuschicken. Ja. Nun, aber zunächst, bevor wir in weitere Gespräche gehen, lasst uns gemeinsam speisen und ein Mahl zu uns nehmen. Und er klatscht, und auch hier wird euch wieder reichlich Essen aufgetan auf so einem, auf so einem Stelltisch, der in euren Sitzkreis quasi reingestellt wird. Und wir hatten doch erst Frühstück. Ja, ich vermute mal, das ist landestypisches Essen. Ja. Frag mich jetzt nicht, was landestypisches Essen ist. Ich bin der Kulturbanause. Oh.
Ja. Auffällig ist an dieser Stelle, dass bei dem Essen, dass da nichts Fleischliches. Fleischliches. Serviert wird. Und ja, auch tatsächlich für Dudley nicht irgendwie extra irgendwas, sondern ja. Eine vegane Fleischwurst. Aber solange sie Fleischwurst heißt, ist das okay. Und solange sie als vegane Wurst. Ja. Und ja, während das serviert wird, lehnt sich The Diamond nochmal ein bisschen zu euch rüber. Ja, nun sag doch mal. Ich weiß, der Count ist immer ganz, ganz versessen auf seine Wortwahl. Mich interessiert einfach nur, wie war denn das jetzt mit dieser Götterspinne da? Wurde die einfach gerufen oder wieso waren die plötzlich wieder da? Also es interessiert mich jetzt ja hier schon zum Schutze unseres Landes, wie sowas zustande kommt. Also vielleicht haben sie ja da Einblicke. Ich schaue also, hektisch Justice an. Also das ist natürlich etwas, was man mit sehr viel Bedacht angehen muss. Da wir haben natürlich, es gibt natürlich Theorien, aber wir sind da noch in Nachforschungen und können da noch keine abschließende Aussage zu treffen. Wieso das passiert ist, bisher wissen wir nur, dass es passiert ist. Und dass wir es geschafft haben, es zu verhindern, sodass die Menschen in Südamerika in Sicherheit wieder sind. Ja, das ist wohl richtig. Schade, ich hätte es halt gern gewusst. Und naja, ich dachte vielleicht, wenn ich die Götter töte, und ihr merkt schon, dass das sehr oft betont wird, dieses Wort, hier leibhaftig vor mir habe, dann kann ich ja mal fragen. Und aus dem Hintergrund meldet sich noch die Countess. Mein lieber Diamond, wenn du Fragen anlässlich der Gegebenheiten in Südamerika hast, solltest du vielleicht die Diplomaten von Südamerika dazu befragen und nicht Leute, die dort lediglich ausgeholfen haben. Zu Justice? Hey, John. Darf ich da so einen kleinen Seitenhieb mal setzen? Gegen wen? Naja, gegen eigentlich mehr die internen Konflikte hier auf dem Kontinent. Na, gerade nicht. Lass uns erst mal ein bisschen abtasten, wie hier die Situation. Also da hat natürlich die gute Dame recht, die Countess. Das kann Südamerika bestimmt am besten beantworten. Und wir haben ausgeholfen in dem Sinne, dass wir hier damit ja schon zeigen, dass, falls es Bedrohungen gibt, wir immer bereit sind, gemeinsam für die Menschheit natürlich zu helfen. Denn das ist ja das, was wir als Helden tun wollen. Den Menschen helfen, egal wo. Über die Grenzen der Staaten, der Gemeinden. Doktor, haben Sie das schon probiert? Das ist voll lecker. Oh, das sieht lecker aus, danke. wirklich vorzügliches Essen. Aufmerksamkeit wie ein Goldfisch. Der Doktor, ja. Ah, da hat sie ja schon recht, die Countess. Ich dachte halt, wenn ich noch eine Frage stellen darf, also wie lief denn jetzt der Kampf direkt ab? Also seid ihr da einfach hin und habt ihr eins auf die Nase gegeben oder? Also da müsst ihr ja schon ziemlich, ziemlich stark sein. Also, okay, ne? Dazu mal ganz kurz die Frage, wie viel ist jetzt in der Öffentlichkeit bekannt, wie das ablief? Naja, es wurde halt gesagt, dass Südamerika und die Helden der ESG diese Göttin gemeinsam in einem harten Kampf geschlagen haben. Aber es gibt jetzt keine Videoaufnahmen oder sonst irgendwie was davon. Und keine genauen Erzählungen existieren irgendwo von wegen, wie das abgelaufen ist. Ja. Ah, okay. Nee, weil ihr wart ja auch relativ schnell, ne? Eigentlich sollte es ja noch eine Pressekonferenz geben, naja, und so weiter, naja, und so fort. Aber durch den Mord an Showtime ist das Ganze ein bisschen abgekürzt worden. Und ihr seid halt ziemlich schnell einfach wieder weitergezogen. Deswegen hat man es dabei belassen, ey, ihr seid die Helden, ihr habt es geschafft. Super. Und von ESG-Seite wurde es natürlich sehr dargestellt, wie ihr wart das. So, wir haben, klar, Südamerika auch mitgemacht, aber ihr wart das. Ihr wart die Helden, die dahin sind, um Südamerika zu verteidigen. Okay. Nun, also, die ganze Situation ist wahrscheinlich in der Fantasie etwas spannender als sie im echten Leben wirklich war. Wir haben gemeinsam mit den Magiern aus
Südamerika. Eigentlich passt die Beschreibung hingehen und draufhauen, um es grob zu beschreiben, ganz gut. Tja, dann, ja, dann müsst ihr ja ganz schön stark sein, ne? Wenn ihr hier einfach so einem Gott auf die Nase geben könnt. Dann können wir ja nur, nicht so ungut, lieber Kauen, da können wir ja eigentlich nur hoffen, dass sich vielleicht unser Gott noch ein bisschen Zeit lässt, bis er wieder auftaucht, nicht? Ja, wir wollen es nicht zur Gewohnheit machen, Götter zu töten. Und vor allem, ihr Gott ist ja der friedlichste von allen, der hat ja nie irgendetwas jemandem getan, also wir hätten ja auch gar keinen Grund, irgendwas da zu machen. Wir haben ja die Spinne ja nur deswegen bekämpft, weil der sonst... Hast du das hier schon probiert? Oh, das sieht auch gut aus. Ja. Ich dachte gerade, irgendwie sagt er, der wird am leichtesten zu töten sein. Das wäre der Professor. Das wäre der Professor, ja. So lecker übrigens. Aber wie gesagt, wir würden da nichts machen. Wir haben ja die nur getötet, weil die ihr Menschenleben bedroht hat. Und das macht ja euer nicht. Also. Und der Count mischt sich nochmal ein. Entschuldigt bitte das Gehabe von meinem verehrten Kollegen. Ich habe im Vorfeld schon wiederholt beteuert, dass Sie in friedlicher Absicht hier sind. Aber wie Sie vielleicht merken, ist The Diamond, oder guckt ihn in Anführungszeichen direkt an, ein sehr extravaganter Charakter. Ja, was wäre die Welt ohne etwas Extravaganz? Ja, aber da hat er recht. Da hat er recht. So. Ich freue mich auch immer, wenn ich nach Nordamerika darf, mal. Ist zwar selten, aber wenn ich da den Trickster besuchen kann, da freue ich mich immer drüber. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Innerem von Herrn Doktor. Ah, scheiße. Vom Doktor oder vom Professor? Nee, innerem von Doktor, weil der Professor gerade nicht aktiv ist. Und er wendet sich dann aber zu Keanu Bota. Mensch, Keanu, du sagst ja schon wieder gar nichts. Hast du wieder schlechte Laune oder sag doch, wir haben Gäste, verdammt. Und er sitzt da, hat das Ganze beobachtet und sagt dann nur, ich freue mich, sie alle kennenzulernen. Und ist dann wieder vor sich. Die Freude ist auf unserer Seite, ja. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und er setzt dann nochmal fort. Sagen Sie, Herr Wellington, Ihr Hund, den Sie da bei sich haben, was ist das für eine Rasse, wenn ich fragen darf? Ich schaue Fragen zu Justice. Was, weißt du das nicht? Ein Neufundländer. Ein wirklich sehr schönes Tier. Dürfte ich ihn einmal streicheln? Aber bitte. Und no. Er, lehnt sich Richtung Dudley rüber und Dudley, du hörst in deinem Kopf, wie er dich fragt, habe ich auch deine Einwilligung zu streicheln? Oh, aber natürlich, natürlich. Sprichst du das laut aus oder auch telepath? Also, so dass du es eher hört. Dudley würde es wahrscheinlich laut aussprechen. Nee, telepathisch würde ich es machen. Okay. Sobald ich höre, dass das telepathisch bei mir was ankommt. Okay. Ja, und dann streichelt er dich und du merkst wirklich so, hast das Gefühl schon bei Erstberührung, dass es jemand, der mit Tieren erfahren ist und der sehr gut zu Tieren ist und eine sehr warme, herzliche, angenehme Berührung. Oh, ja, da hinterm Ohr. Ja, oh, dankeschön. Ist das allgemein bekannt, dass er ein Faible für Tiere hat? Also, dass er Tiere sehr, sehr mag oder sich sehr viel mit ihm beschäftigt? Ja, es ist sogar bekannt, dass er mit Tieren kommunizieren kann. Ach, das ist sogar bekannt? Ja. Okay. Aber ihr habt es halt noch nie live und in Farbe erlebt und offenbar kann er auch, ohne es verbal zu äußern, mit Tieren kommunizieren. Tiere, Gegenstände, Pflanzen. Wenn die drei alles. In einem Raum sind, ey. Nein, er kann alles. Oh. Ja. Mr. Bota, also Sie interessieren sich doch so für Tiere und ähnliches. Also
Nur wenn es erlaubt ist. Und ich schaue dabei vor allem zu Kao und Konstantin. Ich habe die Fähigkeit, selber ein Geschöpf zu beschwören. Meinen kleinen Funkel, vielleicht haben Sie schon mal von dem gehört. Wenn Sie Lust haben, vielleicht mit ihm sich mal zu unterhalten. Oh, ja, sehr gerne. Ich bin also immer dankbar für nicht-menschliche Gesprächspartner. Ja, also dürfte ich für Count meine Fähigkeit einsetzen in diesen heiligen Hallen, oder ist das gar nicht erlaubt? Das... Solange sie nichts hier zerstört oder ankratzt, ist das in Ordnung. Hat er uns gerade gedisst? Entschuldigung. Hat er uns gerade gedisst, oder war das eher so ein, ich bin immer dankbar für nichtmenschliche, oder war das schon eher so mit so einem, ich bin eher dankbar für nichtmenschliche Leute? War das, ich glaube, das war ein allgemeines, er mag Tiere mehr als Menschen. Ja, hey, das will ich nur, wollte ich nur wissen. Also es hätte auch sein können, dass er so abwertend uns anguckt. Ich will lieber Tiere. Also, ihr habt auch gemerkt, also er war in dem ganzen Gespräch sehr still, also hat nichts gesagt so und nur auf Ansprache reagiert. Und ja, das so in dem Moment, wo erwähnt wird, da ist ein fremdartiges Tier sozusagen, sofort seine Augen funkeln. Und ja, die Bemerkung war schon, er ist immer dankbar für nichtmenschliche Gesprächspartner. Okay, aber er hasst auf jeden Fall keine Menschen, ja? Also habt so. Nee, also er hasst Menschen nicht, aber er hat Tiere sehr viel lieber. Okay, alles klar. Ja, verständlich. Keine Sorge, das passiert nichts. Also Funkel. Ich würde halt stippen und dann würde wir aus der Nichts so puff, mein kleiner Funkel auftauchen. Ja, ja. Hallo Funkel. Ja, Mr. Kier, also das ist mein Funkel. Ich würde ihn halt so zeigen. Und ja, du siehst wirklich, wie er den Mund weit öffnet. Ein erstaunliches Geschöpf. Ja, darf ich? Ja, natürlich. Also wenn du magst, Funkel, ne? Und also du siehst auch da wirklich, wie er Funkel, also die beiden Hände aufhält und Funkel sich da reinlegt und Funkel sofort anfängt, sich da drin zu rollen und irgendwie fröhlich rumzuturnen und so. Es ist wunderschön. Ich höre nicht vor. Würde man jetzt die Gedanken übertragen hören, würde man hören. Ja, genau. Ich will wieder zu meiner Familie. Er hält mich hier gefangen. Oh no. Ja, wie schon im Bad. Er ertränkt mich. Genau. Und im Hintergrund der Professor. Ich will wieder zu meiner Familie. Ja, und also er streichelt und ist ganz vertieft in Funkel. Wenn Sie sich mit Funkel auch so direkt unterhalten eigentlich? Also verstehen Sie ihn Wort für Wort? Ich kann es probieren. Und das wäre interessant. Wie er für euch sichtbar Funkel nur anguckt und jetzt bin ich gespannt. Dann wieder zu euch hochschaut. Er sagt, er mag mich. Oh, das freut mich. Das ist schön, Funkel. Und er ist dann wirklich mit Dudley und streichelt Dudley, ist mit Funkel irgendwie da am Machen und Tun und dreht sich quasi vor dem eigentlichen Runde erstmal weg. So, und was du außerdem siehst, ist, dass sich aus seinen sehr langen Dreadlocks, dass sich da so langsam eine afrikanische Baumschlange rauswindet und sich Funkel auch anguckt, aber du hast auch, du kennst, nein, du kennst dich ja nun mit deinen Wesen auch ein bisschen aus und kennst ja auch durchaus aggressive Wesen. Also hast du auch den Eindruck, die guckt nur. Also die hat jetzt in keiner Form das Bedürfnis, Funkel zu fressen. Die will nur spielen. Die will nur spielen. Awesome. Darf ich vorstellen, dass das ist Eggnarch, meine Schlange. Oh, die ist ja toll. Darf ich die auch mal? Ich liebe Tiere über alles, müssen Sie wissen. Und er blickt zu ihr hoch. Und ja, jetzt merkt ihr, wie er schon Worte äußert, die ihr aber nicht verstehen könnt. Mhm. Und dann zu dir guckt, sie dürfen. Oh, und ich würde so ganz wohl meine Hände hinhalten, gucken, ob sie zu mir rübergeschlängelt kommt irgendwie. Ja, und sie. Der Erbe Slytherin. Genau. Kiano Boda Slytherin.
Ja, und ist schon so gut, ich hatte es mal nachgelesen, ich glaube 2-3 Meter. 2-3 Meter lang. Und hast ja nur die Wurzel wahrscheinlich in den Haaren dann so zusammenschlängeln. Ja. So, und ja, schlängelt auch um dich rum und. Das sind gar keine Dreadlocks, die er hat, das ist einfach alles die Schlange. Alles Schlange. Eigentlich ist er so kurz, so glatz oder Kurzhaar eigentlich. Ja. Und zischelt dir ins Ohr und ja, scheint auch dir wiederum recht zugetan zu sein. Ja, ich streichel die und lass sie so um mich herumschlängeln. Oh, das ist ein tolles Tier. Und wenn möglich, ich würde wahrscheinlich irgendwann würde der Doktor wirklich sich einfach zu Keanu setzen, wenn das möglich ist oder irgendwie so. Und einfach auch komplett mit ihm beschäftigt sein. Okay, und falls jemand darauf achtet, ihr merkt, als das passiert und es um die Tiere geht und Keanu so unfreiwillig im Mittelpunkt steht quasi, wie die Countess of Roses im Hintergrund sitzt und das Ganze so ein bisschen kopfschüttelnd beobachtet und ihre mechanische oder metallische Rose so an die Wange tippt. Aber ganz gut, bei ihr war jetzt alles aus Metall, außer das Gesicht, ja. Außer das Gesicht. Aber da war ein grünes Tuch davor, oder? Also nur vor den Augen. Also sie hat so wie so ein grünes Tuch und sie hat auch so einen Lady-Hut auf, so das habe ich schon vergessen. Und da kommt so ein grünes Tuch vor, was über die Augen geht. Hat sie Haare? Kann man über die Haare sehen oder sind die aus Metall oder so? Also es sind jetzt erstmal sichtbar, seht ihr, dass dieses Tuch halt nach hinten zusammengebunden ist und runtergeht. Du meinst aber, dass du einige schwarze Haare darunter erkennen kannst. Ah, okay. Also wirklich sehen tun wir nur ihre menschlichen Lippen, wenn du so willst, ihren menschlichen Mund, und, Nase. Und die Nase, ja, genau. Okay. Ja, ich beschäftige mich nur mit beim Essen und versuche niemandem mehr Aufmerksamkeit zu geben als dem anderen. Ja. Also wenn mich keiner anspricht, dann natürlich nicht, aber, ne? Ja. Und, ja, man sieht, ja schon. So ein Mechanikus ist nur so, das bemüht, sich zurückzuhalten, auch wenn ganz viele neue Leute da sind und auch die Mechaniken, die da an dem Körper verbaut sind, ihn immer wieder so gucken lassen, aber einfach so, ich muss ruhig bleiben, das hat gesagt, ich soll ruhig bleiben. Und die ganze Zeit ganz leise im Hinterkopf so, Autogramm. Ja, genau, so die ganze, man sieht so, Autogrammkarten. Ich muss ganz viel essen. eine kurze Frage, weil ich es gerade selber nicht mehr weiß, dass Lamu mit Pflanzen reden kann, ist außerhalb der Gruppe eigentlich gar nicht bekannt, ne? Okay. Nee. Ja, das wollte ich nur kurz nochmal sicher gehen. Und ja, ihr esst und The Diamond ist so die meiste Zeit am Reden und am Rumfeixen und so. Habt auch den Eindruck, dass es allen drei anderen, die euch empfangen haben, so ein bisschen unangenehm so, weil sie ja doch schon eigentlich, gerade der Count, sehr würdevoll und wir erbieten euch eher Ehre und so weiter ist und er halt so relativ flapsig mit euch spricht. Und das Essen kommt dann halt so langsam zum Ende und der Count wendet sich noch einmal an euch. Nun, ich denke, für heute soll das erst einmal reichen. Ich würde Sie bitten, Mr. Justice, dass Sie Ihrem Bruder oder von mir aus auch gerne Glory höchst selbst unser Angebot unterbreiten und ja, Ihnen sagen, dass Sie uns über eventuelle Verbesserungsvorschläge gerne informieren dürfen. Selbstverständlich. Ich bedanke mich auch im Namen des restlichen Teams für das sehr angenehme Mahl. Ja, es war schön. Vielen Dank. Ich würde dann die Schlange wieder hier Dings zurück. Ja. Zurückschlängeln lassen. Und er lässt Funkel wieder in die Luft. Ich hätte ihn zwischen im Gespräch mit ihm, weil es ja so ein bisschen abseits wahrscheinlich von all dem anderen Geplapper gewesen wäre, einfach mal so gefragt, so, sag mal, kannst du vielleicht mal Funkel so ein bisschen fragen, wo er eigentlich herkommt? Weißt du, so 100% weiß ich das selber immer nicht. Das ist einfach so meine Fähigkeit und so weiter. Und ich wünsche mir schon immer, dass ich Funkel viel besser verstehen könnte, was so seine Wünsche und seine Bedürfnisse sind und so. Ich denke, für solche Fragen muss ich mir sein Vertrauen noch etwas mehr arbeiten, aber wir haben ja hoffentlich in nächster Zeit noch länger Gelegenheit. Oh, sehr gerne. Also wenn ihr Zeit habt, würde ich mich gerne noch mehr unterhalten und gerne mehr von eurer Stadt sehen und von generell von eurem Land und so. Nun, Herr Doktor, ich, und er guckt noch mal, ob die anderen gerade alle im Gespräch sind, ich wollte Sie bitten, dass Sie mit Ihrem Team
abwägen, ob es für Sie sinnvoll wäre, einen Besuch bei mir in meinem jetzigen Standort auf sich zu nehmen, denn ich hätte da eh noch ein Anliegen, bei dem ich Ihre Hilfe vielleicht brauchen könnte. Aber das ist nichts, was ich hier in aller Öffentlichkeit besprechen möchte. Ja, aber ich denke schon, ja, weil wir sind ja ist jetzt Botschafter so oder so hier unterwegs. Also ich denke, das wird sich bestimmt einrichten lassen. Das würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Ja. Sie scheint ein sehr netter Mann zu sein. Du merkst dich, wie so immer, wenn er mit dir spricht und du so offen und hey und so bist, wie ihm das so ein bisschen so richtig, hast das Gefühl, sehr introvertiert eigentlich so gegenüber Menschen und so. Ich gebe mein Bestes. Sie scheinen ebenfalls sehr gut zu ihren Tieren zu sein. Danke, ich bemühe mich ja. Ja, und der Count bittet, wie gesagt, Justice derweil, das zu tun und sagt dann noch, Sie können gerne in den heiligen Hallen der Kathedrale nächtigen. Wir haben Räume für Sie bereit gemacht. Es ist eine große Ehre, hier nächtigen zu dürfen, denn wie Sie vielleicht gemerkt haben, darf die normale Bevölkerung hier gar keinen Eintritt finden. Und wir möchten Ihnen damit zeigen, dass Sie als Ehrengäste Afrikas angesehen werden und fühlen Sie sich frei, die Kathedrale zu erkunden. Wenn meine Mitstreiter hier noch bleiben, dürfen sie natürlich auch immer gerne mit uns sprechen. Und ja, hören Sie sich an, ob diese vielleicht auch noch Anliegen für Sie haben. Vielen Dank. Die Großzügigkeit Afrikas kennt keine Grenzen. Ja, vielen Dank. Irgendwann drischt Little Justice dem Doktor einfach eine. So, oh, gesagt, du sollst nicht reden. Sehr gern, sehr gern. Dann werde ich mich nun auch zu Bett begeben und wünsche Ihnen eine angenehme Mittagsruhe. Gute Frage, haben wir nicht erst Mittag? Ja, ja. Mittagsruhe. Ja. Ja. Siesta. Siesta. Genau. Und dann begibt er sich ja, irgendwo weg von euch und ja, Keanu Bota steht auch nach kurzer Zeit auf, streichelt Dudley nochmal und sagt euch noch, wenn Sie meine Dienste benötigen oder mit mir reden wollen, ich befinde mich im dritten Gang links in diesem Raum. So. Dritten Gang links und dann rechts. Okay. Dieser Raum, das ist wie das Bordell, das Bordell. Das Bordell, das Bordell, genau. Und, also verschiedene Räume, dieser Raum, jener Raum. Daneben der Raum. Da drüber der Raum. Welcher Raum? Der andere Raum. Auf gar keinen Raum. Fall den Raum. Genau. Der falsche Raum. Nicht der Raum. Der Heimatraum. Das andere Linksraum. Während er sich gerade zu diesem Raum begibt. Hier hätte ein Raum sein können. Bleibt die Countess auch ein bisschen gezwungenermaßen noch kurz sitzen. Ihr seht, wie sich ihre Sänftenträger bereit machen, mit der Sänfte wieder rüberkommen und auch zwei davon losgehen, um ihre metallischen Füße wieder anzubringen. Und sie macht noch kurz eine Handbewegung, dass sie noch kurz warten sollen. Herr Justice, da Sie ja hier scheinbar der Anführer der Gruppe sind, bitte ich Sie, dass Sie mir noch kurz Ihr Ohr schenken. Die anderen dürfen natürlich trotzdem gerne mitzuhören. Ich würde Sie an dieser Stelle sehr gerne einladen, dass Sie mich morgen in meinem bescheidenen Heim aufsuchen, denn ich hätte da ein Anliegen für Ihre Gruppe, was ich aber nicht hier in aller Öffentlichkeit besprechen möchte. Oh Gott. Ihre Einladung ehrt uns und wir werden diese selbstverständlich annehmen. Ja, und also du, Doktor, hast das auch gehört, dass da quasi der exakt selbe Wortlaut wie bei Keanu war. Okay. Sehr gerne, ja. Nun, dann wünsche ich Ihnen einen ganz bezaubernden Tag. Sie
werden sich hier hoffentlich sehr wohl fühlen. Davon gehe ich aus. Und ja, ihr seht dann tatsächlich, wie ja, dieser Frau, die auch da im Sitzen wirklich trotz allem Metall eine sehr große Anmut ausstrahlt, ja, wie so ein wenig weniger anmutig ihre Füße wieder angedreht werden und sie in die Sänfte gehoben wird und dann davongetragen. Und ja, ihr werdet dafür, dass es so ein relativ herzliches, diplomatisches Treffen war, werdet ihr relativ aus dem Nichts dann doch sehr allein dagelassen. Und ja, ich wurde gesagt, ihr dürft euch frei bewegen und... Ganz kurz, bei der Countess wissen wir da offiziell, was ihre Kraft ist? Nein, sie ist eine, ja, wie gesagt, eine selbsternannte Countess, eine selbsternannte Gräfin. Und ja, man geht davon aus, dass sie irgendwelche Superkräfte hat, die wahrscheinlich auch was mit ihrem Äußeren zu tun haben, aber es gibt keine Information, was sie kann und ob sie was kann. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass, also hätte auch sein können, dass das zum Beispiel mit mitteilt, dass es halt nach ihrer Kraft ist oder dass es eine Krankheit war oder dass sie ein Cyborg eigentlich ist oder sonst irgendwas, aber darüber ist nichts bekannt. Nee. Okay. Sind wir alleine dann jetzt? Ja. Ist nicht noch der Diamond-Typ da? Ach so, ja, stimmt, den habe ich vergessen. Ja, also auch der steht auf und sagt, ja, war schön, euch kennenzulernen. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Ne? Und wenn ihr irgendwie was braucht, dann sagt Bescheid. Ich bin in jenem Raum. Haben eine Spinne zermöbelt. Ja, nicht schlecht. Das gefällt Keanu bestimmt nicht. Und er kichert so, während er weggeht von vor sich hin. Tschüss. Und dann sind wir alleine. Ja. So. Und sobald wir alleine sind, gucke ich zum Mechanikus. Das ist bestimmt einiges angesammelt, lass es raus. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Und dann lehne ich mich direkt zu Jack rüber. Mechanikus lenkt mich ab und ich unterhalte mich mit Justice. Ich drehe mich so um, wer irgendwann Blickkontakt mit mir führt, dem laber ich einfach weiter voll. Ja, also war interessant, ich war... Ja, absolut, hast du das gesehen, wie sie die Füße wieder zusammengeschraubt hat und so. Und weil wohl, es ist nichts bekannt über ihre Superkräfte. Ich habe ja versucht, schon alles mögliche, es gibt verschiedene Theorien, ja. Zum Beispiel, dass man das Cyborg jetzt kaputt... Oh. Und hat so eine Liste aus, was alles für Theorien gibt, was sie für Fähigkeiten haben könnte. Und der Doktor hört dir unglaublich gespannt zu. Ja, und Mechanikus dreht komplett durch. Er hat wie so ein Vulkan, der aus ihm raussprudelt. Der jetzt auf einmal alles... Und er wirklich nur am labern. Ich würde zwischendurch denken, so, warte mal ganz kurz, Justice? Mhm. Übrigens, der Keanu, der hat es mir erzählt, so ganz leise, dass der uns auch gerne bei sich mal sehen würde. Der hat auch irgendeine Bitte an uns, dass wir ihm vielleicht helfen können. Das wäre auch super interessant. Können wir bitte zu Keanu gehen? Auch, wir aber werden auch zu diese ihr. Einlichung sicherlich annehmen. Oh, Gott sei Dank. John, so wie sie es anhört, wollen sowohl Roses wie auch Keanu uns auf ihre Seite ziehen in ihrem internen Konflikt. Ja, wir werden uns so gut wir es können daraus halten, aber ich denke doch, dass wir nicht drumherum kommen werden, die Einladungen anzunehmen. Das sicherlich, aber achte vielleicht beim Vertrag darauf, oder gib es auch in deinem Bruder weiter, dass da drin vermerkt ist, dass wir uns nicht in interne Konflikte einmischen. Mhm. Weil darauf läuft es ansonsten hier hinaus. Vermutlich. Okay. Und ja, ihr habt nun also die Oberhäupter kennengelernt von Afrika. Und ja. Seid dort angekommen und ja, euch wurde relativ klar gemacht, okay, das in etwa wollen wir und soll das übermitteln. Und ja, welche der beiden Einladungen oder auch beide Einladungen angenommen werden von der Gruppe und wie das Ganze hier weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal oder wann auch immer die Gruppe entscheidet, dass wir damit weitermachen. Also ich finde, wir sollten jetzt erstmal eine Laborfolge in der Kathedrale machen. Auf jeden Fall. Oh no. Oh, das war bestimmt gut. Du sagtest, die Kathedrale ist überall mit Diamanten bestückt und so? Oh nein. Bald Jack nicht mehr. Jack bald die Kathedrale nicht mehr.
Ja, in der nächsten Folge ist die Kathedrale weg. So Riesenlöcher in den Wänden. Durfte denn zumindest noch The Diamond mit beiden Saphiren in den Augen wegschlagen? Welche Augen? Der Vorcheck komplett auf euer Diamanten besetzt, einfach so. Ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung, was passiert ist, ja. Ja, ob das Ganze hier zum größten Heist aller Zeiten wird, das werden wir erfahren. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht wann anders. Wir sehen uns dann. Ciao. 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 Ciao.